Okay, ihr seht ja, das ist eine, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet hier, eine typische Achtball-Situation, wie die Kenner unter euch sofort erkannt haben. Ja. Ist passiert, ich habe angestoßen, leider nichts gefallen. Kugeln haben hier ihre typische Situation eingenommen. Und ja, mein Gegner war dran, voll oder halb. Er hat sich für die Vollen entschieden, hat gleich mal drei Kugeln angesagt hier. Die gelbe 1 in der Mitte, blaue 2 da oben, rote 3 da unten. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, was für ein Angeber. Aber naja, ist dann runtergegangen und... hat dann tatsächlich die Bälle gemacht. Habe gedacht, hoppla, der scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, der Knabe. Und hat dann gleich weitergemacht, den nächsten drei angesagt. Die 4 in die Mitte, 5 dort, die 6 da. Und ja, die Position über drei Banden auf die 7 sollte nicht mehr allzu schwierig sein. Und das war sein Fehler, der ihm passiert ist. So, und welcher Drink eignet sich besser als der Mosconi Highball? Den haben wir gefunden hier in unserer Barkeeper-Schule. Und der besteht hier erstmal Ginger Ale, American Bourbon und Italian Limoncino. Weil ja auch Mosconi, ich sagte schon der Name, Mosconi, italienischer Einwanderer, womöglich entspringt und natürlich Amerikaner war. Und dazu noch zur Verfeinerung ein Walnut Bitter. Dann werden wir erstmal hier das Eis dazugeben. Dann bereiten wir noch die Garnitur vor. Das wäre eine Orangenzeste, eine zum Ausdrücken und eine für die Garnitur. Vorher das Schmelzwasser noch ein wenig abgießen. Der Walnuss bitte. Ein Dash oder je nach Geschmack auch zwei. Dann kommen 2 cl Limoncino. Fünf cl American Bourbon. Und dann kommt das Fill-Up, 6cl, ihr seht schon, das kommt hin, 6cl oder ein Fill-Up hier mit American Ginger Ale. Und wer genau aufgepasst hat, hat dann auch erkannt, dass bei 5cl, 2cl, 6cl, also sein Rekord verewigt ist mit 526 Kugeln. Und auch eben berücksichtigt seine italienische Herkunft und sein, da er Amerikaner war. Limoncino und American Bourbon. Da tun wir das Ganze erstmal noch einmal kurz. Dann kommt die Limonenzeste noch ausdrücken. Orangenzeste, ja. Und eine als Garnitur. Lasst ihn euch schmecken. Für die Zeste später die Ablage. Und dazu. Und fertig ist der Mosconi Highball. Wunderbar.